Geht es um die Windkraft, dann ist Brandenburg ein gespaltenes Land. Während mancherorts viele Windräder stehen, bleiben andere Regionen komplett ungenutzt. Eine aktuelle Datenanalyse des RBB macht das deutlich. In mehr als der Hälfte der 413 Kommunen steht kein einziges Windrad, in den anderen ballen sich die Anlagen. Einige Menschen fürchten die Verspargelung der Landschaft. Das sorgt aktuell auch in Altgaul bei Wriezen für Unmut. Ein privater Investor möchte dort 9 Windräder errichten. Dagegen regt sich nun Protest. Unser Ziel ist wirklich im Moment der Schutz, der Naturschutz dieser Fläche. Darauf konzentrieren wir uns, weil sie genau zwischen diesen beiden Naturschutzgebieten liegt und im Grunde ideal wäre, das damit zu verbinden, weil die Tiere, die in den Naturschutzgebieten leben, leben auch auf dieser Fläche. Kaum ein anderer Landkreis wird in den kommenden Jahren so stark vom Ausbau betroffen sein wie Märkisch-Oderland. Das zeigt auch der Blick auf die Karte. Je dunkler die Fläche, desto stärker der Zubau. Lediglich in der Prignitz sollen noch mehr Windräder gebaut werden. Ähnlich stark trifft der Ausbau die Uckermark, Ostprignitz-Ruppin und Teltow-Fleming. Gut 70% des geplanten Zubaus entfallen in den kommenden 3 Jahren auf diese Landkreise. Dabei wird sich auch in Zukunft wenig an der Verteilung der Windräder ändern. Das ist sozusagen das Ergebnis der Regionalplanung, was wir in Brandenburg haben. Und die Regionalplanung hat ja unterschiedlichste Kriterien der Landnutzung. Die werden übereinandergelegt. Und wenn Sie zum Beispiel eine regionale Planungsgemeinschaft haben, wo viele Vogelschutzgebiete sind oder andere Kriterien, wo die Windenergie ausgeschlossen ist, dann wird sie automatisch sozusagen zusammengepresst auf die entsprechenden Flächen, die dann in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Und dadurch sieht das dann nachher auf der Karte manchmal so aus, als wenn es Ballungen gibt, die dann eben aber besonders für die Windenergie geeignet sind. Eine zentrale Rolle spielen der Natur-, Arten- und Denkmalschutz, aber auch der Abstand zu Wohnsiedlungen. Aktuell werden in allen Gebieten neue Regionalpläne erarbeitet. So auch von der regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree. Die Verteilung habe dort auch historische Gründe, erklärt Landrat Gernot Schmidt. Wir haben auf den Hochflächen des Barnims und des Lubuser Landes sehr viele Gutsdörfer. Du hast also sehr weite, unberührte Naturlandschaften. Im Oderbruch ist das Land sehr stark zersiedelt mit Außengehöften. Und damals durch die Abstandsflächen haben wir im Oderbruch fast keine Windräder. Und wir haben die meisten auf den alten historischen brandenburgischen Landschaften. Das Flächenziel ist für alle Planungsgemeinschaften gleich. Bis Ende 2027 müssen in allen Gebieten 1,8% der Fläche für die Windkraft ausgewiesen werden. Bis Ende 2032 sogar 2,2%. Der Ausbau muss also weiter vorangehen. Vermutlich auch hier, in Altgaul bei Wriezen.